Business Reengineering. Was ist Business Reengineering? Das ist die prozessorientierte Umstrukturierung der Aufbauorganisation. Ich könnte auch sagen, das Zerschlagen der Strukturen. Ja, stellen wir uns ein Beispiel vor. Stellen wir uns vor, wir haben ein Versandhaus. Und dieses Versandhaus besteht aus 4 Abteilungen. Ha, schon verdächtig. Da wird etwas abgeteilt. Für den Business Reengineerer ist das schon verdächtig. Jedes Ab ist verdächtig. Da wird etwas abgeteilt. Was haben wir hier? Bestellannahme. Hier haben wir Lager. Hier haben wir Versand. Und hier haben wir Buchhaltung von mir aus. Ja, also hier kommt die Bestellung an, online oder per Telefon, E-Mail, wie immer. Dann wird das an den hier weitergeleitet, der geht aufs Lager, holt das, kommissioniert das, verpackt es, der versendet es, ja, frankiert es vielleicht, Adresse drauf und so. Und der sorgt für Zahlungseingang, also für Rechnung, der gibt dem hier die Rechnung noch und dann hier wird der Zahlungseingang hier überwacht. Ja, so könnte man sich das vorstellen, ne? Versandhandel. Aber es ist abgeteilt. Und jetzt kommt der Business Reengineerer und schaut sich das an und sagt, die Abteilung macht eine gute Arbeit, jede Abteilung macht alles wunderbar. Wenn wir so schauen. Die Probleme sind nicht hier, hier, hier oder hier, die Probleme sind hier. Schnittstellen. Schnittstellen sind immer kritisch. Weil an Schnittstellen Informationen verloren gehen, das ist der Hauptgrund. An Schnittstellen gehen Informationen verloren. An Schnittstellen wird eine Dynamik unterbrochen. Ja? Wenn es in einer Hand ist, dann macht er das auch noch zu Ende. Ja? Dann macht er das, was er angefangen hat, auch noch zu Ende. Aber wenn es dann zur nächsten Abteilung, dann wird eine Dynamik unterbrochen. Ja? Schnittstellen sind problematisch. So, jetzt fängt man an, das hier zu messen. Nach den knallharten ökonomischen Kriterien Kosten und Zeit. Und zwar nicht mehr so wie in der klassischen Kostenrechnung, sondern so. Business Reengineering ist also eine Veränderung des Standpunktes. Wir schauen nicht mehr von hier, nein, wir schauen von hier. Wir schauen nicht mehr vertikal, sondern horizontal. Wir denken in Prozessen und sagen, das ist doch alles miteinander verbunden. Und strukturieren die Sache dann so um, wie es zu diesem Prozess passt. Zum Beispiel, dass wir sagen, hier die Wände zwischen diesen beiden Abteilungen sollten wir mal einreißen. Wir sollten da eine Abteilung draus machen. Die Abteilung ist komplett überflüssig, weil was die machen, das können die noch mit dabei machen. Dann haben wir nur noch eine Schnittstelle, statt vorher 1, 2, 3, nur noch eine. Und der ganze Prozess geht sehr viel schneller. Ja, Versandhandel, was ist die Dynamik von Versandhandel? Schnell. Der Kunde bestellt und will sein Produkt dann schnell in den Händen haben. Vor allem dann, wenn er noch per Kreditkarte vorab bezahlt hat. Ja, dann läuft in den Köpfen der Leute, tickt die Uhr. Dann wollt ihr Produkt haben. Ja, also Schnelligkeit ist der Name des Spiels hier. Das geht dann sehr viel schneller, sehr viel weniger Fehler passieren. Und das Ganze ist wahrscheinlich auch noch kostengünstig. Das ist Business Reengineering. Also Stichwort. Prozessorientierte Umstrukturierung. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.